Hallo liebe Zuschauer, hallo liebe Fabela Family, hier ist Fabian. Herzlich willkommen bei Fabela TV Geschichten und Spiele und ich bin zurück in Darkride. Und in der letzten Folge habe ich euch gefragt, welchen von diesen vermaledeiten Knöpfen ich drücken soll. Ich meine, ich bin ein bisschen überfordert, weil Rauke, Akelei, Bärlauch, Enzian, Mandelbaum, Ahorn, Ulme, Silberweide. Naja, wie auch immer, auf jeden Fall die Anfangsbuchstaben hier von diesen Sträuchern oder von diesen Gewürzen, die ergeben neue Wörter. Hier oben beispielsweise Rabe, Maus und Meise. Wobei ich jetzt immer noch nicht genau weiß, wie uns das irgendwie weiterhilft. Auf jeden Fall in der Abstimmung lag ganz, ganz knapp der linke Knopf vorne und den werde ich jetzt auch drücken. Das Tor schwingt auf. Helles Tageslicht strömt in den Tunnel. Moment mal, gerade eben war es doch noch Nacht. Aber dir strahlt Sonnenschein entgegen. Du trittst auf den Vorplatz der Geisterbahn und schaust dich um. Ein perfekter Sommertag. Die Luft ist lau. Ein Mädchen kommt auf dich zu. Ein Mädchen mit dunklen Augen und staubgrauen Haaren. Sie ist vermutlich so alt wie Lars. Du bleibst stehen. Das Mädchen kommt auf dich zu und schaut dich mit großen Augen an. Sie nimmt deine Hand und zieht dich mit. Komm, schnell, hier ist es nicht sicher. Du bist völlig außer Atem, als sie stehen bleibt. Das ist seltsam. Die Geisterbahn sieht ganz anders aus als auf der anderen Seite. Tief schwarz, mit gelb leuchtenden Totenschädeln verziert. Und sie ist viel größer und irgendwie auch unheimlicher. Das grauhaarige Mädchen streckt dir die Hand entgegen. Ich bin Elif. Schön, dich kennenzulernen. Du nimmst ihre Hand in deine. Elifs Hand ist ganz warm und unglaublich weich. Der Händedruck gibt dir ein gutes Gefühl. Ich bin schon lange hier. Länger, als du dir vorstellen kannst. Du bist in großer Gefahr. Und überhaupt, wie bist du eigentlich hergekommen? Corvo hat dich sicher nicht hergebracht. Du schaust auf das Riesenrad. Hier ist alles so anders und so schön. Du möchtest am liebsten eine Runde mit dem Riesenrad fahren. Aber du hast eine Aufgabe. Ich suche meinen kleinen Bruder Lars. Ich glaube, er wurde von Corvo entführt. Oh! Das ist gar nicht gut. Bist du dir sicher? Du sagst, dass du dir sicher bist. Dann müssen wir ihn suchen, so schnell wie möglich. Sonst wird er auch unter Corvos Einfluss geraten. Corvo saugt Kindern die Erinnerungen aus. Je leerer dein Kopf, desto weniger willst du weg von hier. Du kannst dich entziehen. Aber dann wirst du alt. Sieh mich an. Ich bin eine Greisin im Kinderkörper. Du musst sehr vorsichtig sein. Hat er dich schon mehr als einmal an den Schläfen berührt? Nein, das hat er nicht. Bisher nur einmal. Gut, dann bist du noch nicht verloren. Zumindest sieht es so aus. Aber lass die Finger von der Zuckerwatte. Ihr lauft weiter. Jetzt stehst du wieder vor der Geisterbahn. Dahinter ragt das Riesenrad steil in den Himmel. Du siehst glückliche Kinder in den Gondeln. Du willst da unbedingt hin. Komm mit, ich weiß, wo dein Bruder sein könnte. Du bleibst bei Elif.
Ihr geht an unzähligen Buden und Karussells vorbei. Überall merkwürdig lächelnde Erwachsene, die aufdringlich Zuckerwatte feilbieten. Wir müssen zur Wildwasserbahn. Da habe ich vorhin einen neuen Jungen gesehen. Lars, das muss Lars sein! Ihr kommt an eine gigantische Wildwasserbahn. Seltsam, die Wagen stehen still und kein Passagier ist zu sehen. Nur ein grinsendes Kind mit Zuckerwatte in der Hand. Steig schon ein. Du musst unbedingt einmal mitfahren. Damit du begreifst, was es mit diesem Jahrmarkt auf sich hat. Wenn du meinst, dass es wichtig ist, mach ich das. Ich hoffe, es ist so toll, wie es aussieht. Elif lächelt. Noch viel toller und schrecklich zugleich. Ich warte am Ausgang auf dich. Ich muss noch was überprüfen. Die Wildwasserbahn hat ihren Namen verdient. Schlingernd und ruckelnd fährst du durch Berg und Tal. Merkwürdig, dass niemand sonst mitfährt. Da schießt etwas aus dem Wasser raus und schnellt in deine Richtung. Eine Schlange, blau geschuppt und gewaltig. Ihr weit geöffnetes Maul kommt auf dich zu. Du duckst dich. Der Schlangenkopf wischt über dich hinweg. Ganz knapp. Und dann hörst du ein Fauchen. Langsam rollt der Wagen aus. Du sitzt noch immer geduckt da. Du stehst auf und kletterst aus dem Wagen, als dich von hinten die Schlange anfällt und ihre Giftzähne in deine Schulter bohrt. Ein brennender Schmerz! Und dann ein absolutes Hochgefühl. Du spürst den Schmerz nicht mehr. Alles fühlt sich großartig an. Die Fahrt ist zu Ende. Glückselig verlässt du die Wildwasserbahn. Elif wartet schon auf dich. Ihre Schultern sind hochgezogen, ihr Kopf gesenkt. Es tut mir leid, aber du musstest es einfach selbst erleben. Das war das Beste, was ich jemals erlebt habe. Beim nächsten Mal wirst du vorher die Zuckerwatte essen müssen. Du weißt, was dann passieren kann. Außerdem wirkt der Schlangenbiss jedes Mal schwächer. Aber dafür willst du dann immer häufiger fahren. Komm jetzt, ich muss dir etwas zeigen. Von den Schlangen hast du erstmal genug. Du folgst Elif. Schau, hier werden alle Besucher der Wildwasserbahn fotografiert. Auf dem Bild siehst du Lars in einem der Wagen. Er strahlt übers ganze Gesicht und neben ihm strahlt Corvo. Achte auf die Frau im Hintergrund. Sie verfolgt Corvo wie ein Schatten. Du schaust dir die Frau genau an. Besonders viel kannst du nicht erkennen. Aber irgendwas an ihr kommt dir bekannt vor. Ist das nicht die Wahrsagerin? Schnell, lauf! Warum? Corvo! Du schaust über den Platz zum Riesenrad. Da kommt Corvo! Er rennt! Sein Gesicht ist wutverzerrt! Und neben ihm rennen zwei breitschultrige Männer. Und ihre Gesichter sind eiskalt. Wir müssen uns trennen, dann erwischen sie uns nicht! Du rennst alleine los zwischen zwei Buden, während Elif in die andere Richtung verschwindet. Du hörst das Klacken der Schuhsohlen und das Keuchen der Männer. Sie sind direkt hinter dir. Du bist jetzt hinter den Buden. Vor dir liegt eine weite, ebene Brachfläche. Überall Gestrüpp und dichte Holundersträucher. Und liebe Zuschauer,
Ich weiß nicht, was ich am besten machen soll, um die Leute abzuschütteln. Bitte helft mir! Sollen wir uns im Holunder verstecken oder einen Haken schlagen? Wie immer gibt es morgen um 20 Uhr die Auflösung. Wenn euch das Video gefallen hat, bitte, wie immer gilt, gebt einen Daumen hoch und empfehlt den Kanal weiter. Ich danke euch fürs Zuschauen. Macht's gut. Bis morgen.